Ja, herzlich willkommen bei Die Digitale Apotheke. Ich habe die Ehre, bei Kai Klintfort zu sitzen, Apotheker aus Norddeutschland und Geschäftsführer der Pulse Team Software. Ein junges Start-up, würde ich mal so behaupten. Möchtest du zu Pulse Team Software mal was sagen? Was verbirgt sich dahinter? Es ist in Richtung Digitalisierung auf jeden Fall, das habe ich soweit mitbekommen. Aber ihr habt euch gerade Prozessen angenommen, die für die Apotheker doch eher ja, so die Aua-Prozesse sind, ne? Die eher wehtun, ne? Was macht ihr da genau? Ja, hallo Steffen, vielen Dank. Die Ehre liegt ganz auf meiner Seite. Ich freue mich sehr, dass ich mal auch einen Beitrag zum digitalen Apotheke leisten kann. Die Pulse Innovations GmbH hat die neue Software gegründet, die sich im Prinzip mit allen Prozessen auseinandersetzt, die in der Warenwirtschaft aktuell nicht abbildbar sind. Wir sprechen von modernen Dingen, die in anderen Bereichen und Branchen total üblich sind, wie das gemeinsame Bearbeiten von Dokumenten, das Kommunizieren untereinander, aber auch der interdisziplinäre Austausch zwischen Apotheke, Arztpraxis und Pflegeeinrichtungen sowie Organisationsprozesse zum Thema Datenschutz, QM-Handbuch, aber auch bis hin zur Personaleinsatzplanung, eine digitale Personalakte. Wenn ein Mitarbeiter auf uns zukommt, dann können wir sofort alle wichtigen Punkte einsehen, Notizen, Arbeitsvertrag, Gehalt und Co. Und wenn sich was ändert, gibt es einen Abgleich zum Steuerberater. Das sind alles Dinge, die sehr, sehr modern sind und die für Apotheken vielleicht unüblich sind. Aber es gibt aktuell für viele Dinge eine bestehende Insellösung. Personaleinsatzplanung ist ja jetzt nicht eine Neuerfindung, aber das Ineinandergreifen der einzelnen Module, das halten wir für wichtig und wir wollten gerne jungen Apothekern, aber auch allen anderen, die sich da anschließen wollen, einen digitalen Schub ins digitale Zeitalter geben, damit sie viele Prozesse leichter abbilden können und sich auf Wesentliche konzentrieren können. Das heißt, ihr ja, lasst eigentlich viele Aktenordner verschwinden und digitalisiert viele Prozesse, die im Hintergrund laufen. Das heißt, die Excel-Arbeitsplanung, die ist dann hinfällig und man kann alles von einem Dashboard einsehen, so wie ich das gesehen habe. Ihr könnt mit Ärzten kommunizieren über ein Doc-Chat-Programm. Verschlüsselt natürlich im Gegensatz zu WhatsApp, was ja viele bis dato genutzt haben. Welche Bausteine habt ihr aktuell gelauncht? Also es gibt ja verschiedene Bausteine, wenn ich das so richtig verstehe. Wie läuft das Geschäftsmodell da? Kriegt man da ein Komplettpaket oder muss man da einzelne, ja, sag mal, Bausteine dann bei euch buchen? Wie funktioniert das? Wie sieht das aus? Ja, angefangen beim Kommunikationstool, das ist bei einer kleinen Einsatz mit bis zu drei Usern und einer externen Verknüpfung kostenfrei. Wir wollen an dem Punkt ermöglichen, dass die Apotheker ihre Ärzte in der Umgebung an sich binden und eben das Fax abschaffen, was eigentlich nur noch Relevanz im Gesundheitswesen hat. Woanders wird es gar nicht mehr genutzt und wir sagen, das muss abgeschafft werden. Und deshalb haben wir DocChat entwickelt, damit eben die Kommunikation zwischen Arztpraxis, Apotheke besser läuft, aber auch eben mit der Pflegeeinrichtung. Und da wir den Ärzten das in der kleinen Ausbaustufe kostenfrei bieten, ist die Annahme da sehr, sehr gut. Und darüber hinaus haben wir natürlich verschiedene Module, wie du angesprochen hast, die ich aber auch eben schon erwähnt habe. Und dann auch ein Online-Schulungsmodul, womit wir eben viele Dinge erleichtern wollen. Und ja, das Thema Austausch von Daten und papierlos arbeiten hat ja verschiedenste Aspekte, ne? Also bis hin zu ökologischen Aspekten. Aber wir sind einfach der Meinung, dass wir im digitalen Zeitalter anders miteinander kommunizieren müssen und dass wir Dinge archivieren können und nicht mehr mit Aktenordnern und Papier arbeiten, sondern das anders gestalten. Und deshalb haben wir auch ein digitales schwarzes Brett, sodass im operativen Tagesablauf in der Apotheke, wenn eine neue Aufgabe reinkommt oder der aktuelle Personaleinsatzplan eingesehen wird, dass es einen Touch-Monitor, Backoffice gibt, optional für unsere Kunden, wo eben die wesentlichen Dinge im Tagesablauf auch einsehbar sind und bearbeitbar sind. Und man nachher wahrscheinlich auch sehen kann, ob der Punkt auch abgehakt worden ist, ja. Das heißt, der Chef hat wahrscheinlich dann auch noch das direkte Feedback, okay, die Dinge sind entsprechend abgearbeitet worden, die ich mir so vorgestellt habe. Ja, unser Anspruch ist natürlich auch, dass wenn der Chef mal wieder für strategische Aspekte zur Weiterentwicklung seines Unternehmens unterwegs ist, er von unterwegs, von überall aus eine Aufgabe erstellen kann, die sich gerade bei ihm durch welche Situation auch immer ergibt und er möchte, dass das erledigt wird, kann er die Aufgabe einstellen. Das wird dann auch auf dem schwarzen Brett sichtbar sein. Der Mitarbeiter kann mit Nutzerkennung den Status der Aufgabe auf erledigt setzen und für den Fall, dass es erledigt ist, kann das nachvollzogen werden vom Chef und wenn ein, ich sage es mal, eingestelltes
Zieldatum überschritten wurde, die Aufgabe nicht erledigt wurde, gibt es ebenfalls eine Meldung. Ja, unheimlich praktisch. Mir fallen selbst schon 20 Beispiele mindestens ein, wo ich das selber auch nutzen könnte. Ersetzt so ein bisschen die klassische E-Mail, die man in den Backoffice reinschickt und nicht genau weiß, okay, ist das jetzt auch bearbeitet worden oder nicht. Ne? Schon klasse. Vielen Dank dafür. Vielleicht noch abschließend, wie siehst du die Digitalisierung nach außen der Apothekerschaft? Gehen wir mal ganz weg von Pulse Software. Das bezieht sich ja eher auf die Digitalisierung im Inneren der Apotheke. Wie handhabst du das als Apotheker selber mit der Digitalisierung nach außen in Richtung Kunde? Wie bist du da aktiv und aufgestellt? Naja, also Ziel ist natürlich, dass wir als Unternehmen dort sind, wo unsere Kunden sind und alle unsere Kunden, und da ziehe ich persönlich alle Altersklassen mit ein, sind digital unterwegs. Ja? Alle arbeiten mit Smartphone, WhatsApp. Manchmal nimmt das schon ein störendes Ausmaß an, aber wenn wir als Unternehmen zukünftig erfolgreich sein wollen in der Digitalisierung, dann müssen wir natürlich auch da sein. Das heißt, da, wo die Kunden unterwegs sind. Das heißt, bei Instagram, bei Facebook, Omnichannel ist eigentlich schon fast ein veraltetes Wort. Wir müssen telefonisch erreichbar sein, per Mail, per irgendwelcher Apps, die entwickelt werden. Und da muss man natürlich immer up-to-date sein, weil sich alles sehr, sehr schnell entwickelt. Und ich bin persönlich sehr, sehr gespannt, habe natürlich auch manchmal gefühlt so ein Damoklesschwert mit der Digitalisierung über mir. Aber ich bin sehr, sehr gespannt, wie sich der Markt weiterentwickelt. Und ich möchte unbedingt und natürlich auch unseren Kunden die Gelegenheit geben, die Digitalisierung selber mitzugestalten und vorne aktiv zu sein, statt irgendwo zu sitzen und zu warten, was über einen hineinbricht. Klasse, das war ein super Schlusswort. Einfach mal machen, ne? Mitgestalten, loszulegen, perfekt. Vielen Dank, Kai Klintfort, für das Interview. Und wir sehen uns auf der Messe. Viel Erfolg hier noch. Ne? Vielen Dank, Herr Kunert. Danke sehr. Sehr gerne.